mit einem ziemlich großen rhetorischen Aufwand nimmt der Kirchenvater Johannes Chrysostomus Anlauf, aus unserem Evangelium heraus etwas zu begründen. Er bleibt nämlich hängen bei dem Vers, und es ist nicht nur der Vers, sondern die durchaus merkwürdige oder schmerzliche Beobachtung, dass der menschliche Leib zerstört werden wird. Binnen Stunden nach dem Tod, sagt er, ist es eine Quelle von Würmern und von üblem Geruch. Warum muss das so sein? Diese Frage taucht ja auch heute öfter auf. In einer Gesellschaft, die der des Chrysostomus durchaus ähnlich ist, weil sie eine Verherrlichung des menschlichen Körpers kennt. Eine Vergötzung dieses Körpers. Diese ganzen Beauty-Produkte und Farmen und Wellness-Oasen, die es überall gibt, bis in die Kirche hinein, sind ja ein beredtes Zeugnis davon. Es ist, so sagt Chrysostomus, wie wenn du zuschaust, wenn eine Bildsäule, ein Standbild gegossen wird. Es ist keine Zerstörung, sondern eine Umwandlung. Es soll etwas Schöneres daraus hervorgehen. Das meint ja das Versprechen der Auferstehung. Das ist ein schöner Gedanke. Und er wird nicht müde aufzuzählen, was passieren würde, wenn es diese Zerstörung nicht gäbe. Das würde der ohnehin schon vorhandenen Vergötzung des Leibes nur Vorschub leisten. Er sagt, es würde Menschen geben, die gar nicht mehr vom Friedhof herunterkämen, weil sie mit diesem unzerstörten Leichnam permanent Gespräche führten. Nicht ganz von der Hand zu weisen, ist eines der Argumente des Chrysostomus. Und unsere Frage muss sein, die wir uns als Kirche stellen, als Getaufte, wenn wir darüber nachdenken, wie denn heute das Evangelium gesagt und verkündet werden muss, was unsere Blickrichtung ist und unser Ziel, woraufhin wir zielen. Auf Wellness, auch im spirituellen Sinn, die de facto zwar den Menschen, aber wir meinen dann doch dieses Leben. Ich finde das immer ein bisschen verräterisch, wenn wir den Menschen zu sehr verkürzen. Wir haben inzwischen ja aufgegeben, weil wir das für einen merkwürdigen Dualismus halten, und Dualismen sind ja immer grundsätzlich böse, so hört man, dass der Mensch aus Leib und Seele besteht, aus einer unsterblichen Seele, die Schaden nehmen kann, die höchst gefährdet ist. Wir reden heute nicht mehr von Leib und Seele, wir reden nur noch vom Menschen. Das ist unverdächtiger. Natürlich ist der Mensch eine Einheit. Wer wollte das leugnen? Aber wenn wir vom Menschen reden, was haben wir im Blick und wen haben wir da im Blick? Nicht doch letztendlich nur den zerstörbaren Leib oder dieses Leben, das endet? Und nicht die Dauer, auf die wir angelegt sind von Gott? Die Seele? Cura animarum, nannte Gregor der Große ein Werk. Die Sorge um die Seelen, das ist eigentlich der Sinn auch des Evangeliums und der Kirche. Das heißt nicht Ablehnung dieses Lebens, natürlich gerade nicht, aber dieses Leben als eine Durchgangsstation zu sehen, als ein wichtiges Einüben, auch ein Einüben in Heiligkeit, damit wir, wie das in der Lesung heute anklingt, fähig sind, die Heiligkeit Gottes überhaupt zu schauen in der Ewigkeit. Dazu gibt es die Stationen auch des menschlichen Lebens und dieser Pilgerstrecke hier, auf die wir gestellt sind.